Hi und willkommen zu einem neuen Part Dark Souls 3. Weiter geht's in der Untotensiedlung. Letzten Part haben wir einen kleinen Abstecher in den Wachturm gemacht, um den Estus-Ring und vor allem den Schlangenring zu holen. Und heute geht's mit weiteren Teilen der Untotensiedlung weiter. Ich weiß noch nicht, wie lange wir hier noch zubringen. Hängt auch ab, wie viel ich sterbe. Das war ein bisschen gierig, ne? So. In dem Bereich gehen wir noch nicht hin. Ich will euch nur zeigen, weil da eine Mechanik herrscht, die wir erst ausschalten müssen. Weil, seht ihr diese ganzen Pfeile hier? So. Habt ihr gerade gesehen, was passiert ist? Von da hinten, auf diesem großen Turm, steht jemand. Ah, ich habe jetzt zweimal weggeguckt. Ich gucke nochmal. Ich gehe mal rein. Ah. Der ist sogar bei mir eingeschlagen. Okay. Man sieht, glaube ich. Ja, jetzt hat man deutlich gesehen, was passiert. Da steht halt jemand und wirft mit Sperren nach uns. Und ja, man könnte da schon durchlaufen, aber sicher ist, wenn wir erst den Rest des Gebiets unter die Lupe nehmen und. Da später hingehen. Weil wir können unter Umständen den Typen dazu bewegen, diese Dinger nicht mehr zu schmeißen. So, weiter Crystal Lizard, scharfer Edelstein. Können wir uns, wenn wir wieder im Feuerband schreien, erstmal angucken, was der bewirkt. Ich weiß es gerade aus dem Stegreif nicht. Ich glaube, er tut die Waffe zu einer Geschicklichkeitswaffe eher umbauen. Zum Beispiel, wir haben D und D in einer Waffe und dann macht er vielleicht E aus Stärke und auf Geschicklichkeit C. Ich glaube, so lief das. Der priorisiert halt Geschicklichkeit. So. Hier schießen wir mal mit Pfeil und Bogen ab, weil die ist, glaube ich, zu doof, mich hier unten anzugreifen. Ja, genau, die haut ihre Magie immer schön dann gegen die Mauer. Ich muss bloß aufpassen, dass mich der Typ nicht mit seinem Hammer platt macht. Und jetzt auf einmal? Kommt sie neben die Bretter. Jetzt haut sie wieder dagegen. Also irgendwie hat sie eben besser gezielt. Und das lag nur an den Hammerfritzen. So, jetzt ist sie aber down. Ich kann die Brandbomben, glaube ich, rausnehmen. Die brauche ich, glaube ich, für den Rest des Gebiets erstmal nicht. So. Weil die gute Dame hat was bewacht. Soweit ich das noch weiß. Oh, die hat sogar was hinterlassen. Aha, ihren Hut. Ah, den haben wir ja schon mal gefunden gehabt. Genau. Hatte ich bloß vergessen. Es ist eine Weile her, seit ich Dark Souls 3 jetzt gespielt habe. Ziemlich eine Woche, kann man sagen. Ich habe erstmal die Parts für Dark Souls 2 aufgenommen. Die auch diese Woche kommen. muss ich da springen? Wahrscheinlich, ne? Springe nicht rollen, du Vollidiot! Nee, 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 nee. So eine Zeitverschwendung. Hier kann ich, by the way, auch mal gucken, ob hier was ist. Ja, das ist meistens so in Dark Souls. Alles überprüfen, es könnte überall was sein.
So, jetzt gehen wir mal da wieder hoch und hoffen, dass wir diesmal den Sprung nicht vermasseln. Ich dachte eigentlich, ich hätte rechtzeitig gedrückt oder Anlauf genommen, aber anscheinend war das nicht der Fall. Und irgendwie bin ich gerade neben der Spur. Wo war denn eben das Item, was ich da erreichen konnte? Da. Bin ich gerade komplett verblödet? Leute, ich bin neben der Spur. Wo war denn der Sprung von eben? Bin ich noch etwas weiter dahin gegangen? Das kann nicht sein. Nee, den hätte ich wahrgenommen. Wo ist denn der fucking Sprung? Ist er hier? Ah! Jetzt habe ich es wieder gefunden. Oh, 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 oh. Aber ihr wisst ja, Orientierung und ich, das wird nichts mehr. So, jetzt springen. Danke. Für eine rostige Münze, toll. Können wir unser Finderglück mit erhöhen. Wenn man was Bestimmtes farmen möchte, kann das ganz nützlich sein. Aber es ist jetzt keine 100% Sache, dass man das bekommt. So, wenn ich mich nicht irre, gibt es hier Hinterhalt, ne? Jupp. So. Von dem mit der Gabel habe ich ein bisschen mehr Respekt, weil der Reichweite hat. So. Und es gibt einen Hinterhalt in Hinterhalt. Als ich das erstmal gespielt habe, habe ich damit null gerechnet, weil es gibt eine Peitschabwaffe. Ja, wer es mag, mein Fall ist es nicht. Man wird hier quasi in einen Hinterhalt gelockt. Also der Gegner hier, der hier stand, soll die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann kommt der hier aus der Tür gestürmt. Dann denkt man, oh ja, fuck you, Hinterhalt. Und dann geht man da genüsslich rein und nimmt hier das Item und dann steht der Typ auf einmal hinter ein. Ziemlich fies gemacht. Also ein bisschen schade, dass ich es nicht blind spiele. Ne? Da gehen einige Momente verloren. Aber dafür kommen wir auch ein bisschen besser durch. Also ich hätte wesentlich mehr Fails, wenn ich es blind spielen würde. Zum Beispiel, wenn ich es blind spielen würde, wäre ich hier auch einfach durchgerannt, ohne zu wissen, dass das Gegner sind. Ah, die beiden überraschen mich immer wieder. Ich weiß, dass die da sind, aber irgendwie überraschen die mich immer wieder. Ja, die kann ich, ne? Jo. Kann man ein bisschen erkennen, die Gegner sind ein bisschen heller als hier. Die sind so schön dunkel, sieht man hier, und die anderen sind ein bisschen farbiger, sage ich's mal. Ah, jetzt haben wir gleich schon den Bereich hier fertig. Hä? Warum hat er die jetzt nicht runtergeschlagen? Ist er doof? So. So, bei der verschlossenen Tür kommt man nämlich hin. Ja, daraus können wir eine Feuerwaffe machen, kurzzeitig mit dem verkohlten Harz. Irgendwo hier war ein Loch nämlich, genau. Da kommen wir auf die andere Seite der Tür und finden eine Neuerung von From Software. Finden einen neuen Dings, Krieger des Sonnenlichts. Eine Estus-Suppe, damit kann man sich heilen. Das ist eine recht coole Idee. Also ein zusätzlicher Estus-Verkorn, bloß dass man den halt statisch hat und nicht mit sich rumschleppt. Aber es ist halt so, dass das kaum im Spiel vorkommt. Ich glaube, an zwei, drei Stellen finden wir die noch und das war's. Hätten sie ein bisschen öfter machen können. So. Jetzt sind wir hier wieder draußen. Haben wir den Bereich abgehakt. Dann nehmen wir doch einen Heimknochen und porten uns zurück zum letzten Leuchtfeuer. Weil da in der Nähe müssen wir jetzt weitermachen.
Wir müssen ein bisschen zurückgehen. Also im Endeffekt hätte ich da, wo ich jetzt hingehe, sofort hingehen können, ohne hier durch den Abfluss zu gehen. Aber dann hätte ich halt nicht wirklich ein tolles Bonfire und deswegen habe ich diesen Weg zuerst gemacht. Wir müssen wieso, nachdem wir das Gebiet einmal durch haben, hier nochmal hin zurück. Hier haben wir noch eine verschlossene Tür. Den Schlüssel dafür verkauft uns tatsächlich die Shrine-Mind, aber erst müssen wir hier ein Item finden, damit sie ihr Sortiment erweitert. Und das finden wir ziemlich zum Abschluss des Gebiets. Um genau zu sein, da wo der Speerfritze seine Speere hinknallt. Oh, diese scheiß Köter, ne? Ist er tot? Ne, er ist runtergefallen. Ja, dann bleibt, wo der Pfeffer wächst. So, den lassen wir mal weglaufen. So. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn man da einfach hinstürmt. Deswegen knöpfen wir uns die einzeln vor. Weil, vor allem, weil da drei von diesen Krugtypen stehen. Die locken wir alle an. Bei den Krugtypen müssen wir bloß aufpassen. Ich wollte eigentlich in den Kopf schießen. die können dieses Ding nach uns werfen. Ich bin mal gespannt, ob er es macht. Das sieht nicht so aus. Oh doch. So, der hatte seine Endlosattacke. Wenn wir vor ihnen stehen, kann die gefährlich sein, aber wir standen hinter ihnen, deswegen war sie keine Gefahr. So, und wenn ich da hinstürme, habe ich trotzdem Angst, dass beide auf mich aufmerksam werden. Deswegen locken wir den hier hin. Der Bogen muss gar nicht großen Schaden machen, weil wir machen hier Stärke und Glaubenbild. Also wir werden Geschicklichkeit nicht mehr trainieren, es sei denn, ich brauche es für eine Waffe. Aber ich muss mit dem Bogen auch keinen Schaden machen. Es reicht, wenn ich gezielte Nadelstiche setzen kann. Und sei es nur, um jeglichen Typen hier anzulocken. So. Den locken wir da auch mal weg. Ich will nämlich nicht, dass der mir da in den Abgrund runterstürzt. Weil da kommen wir später noch hin. Ich glaube in diesem Part nicht mehr, aber im nächsten dann. Auch wenn er dann da unten steht, könnte er ein bisschen nervig sein. Ah, fuck. Oh! Wie sie mit ihren scheiß Krügen die ganze Zeit nach mir werfen, ne? Vor allem, wir finden hier noch einen NPC, Joel und den Pyro-Fritzen haben wir ja schon gefunden. Es fehlt die Wunderpfanne noch. Das dauert aber noch etwas, bis wir die bekommen, aber es wird Zeit. Ich will von der ein stärkeres Wunder kaufen, weil die Heilungshilfe ist schon arg scheiße. Die heilt so wenig, es ist nichts. Und im Vergleich dazu sind die FP-Kosten, also so heißt das hier in Dark Souls 3 für das Mana, ziemlich hoch. Oh, hier sind wir schon. Gut. So, jetzt bin ich gespannt, weil da ist erstmal ein NPC, aber mit dem sprechen wir gleich. Ihr erinnert euch doch an den tollen Dude da, ne? Das ist da, wo wir in den Käfig von diesen Sägemännchen gelaufen sind. Und ich habe letztes Mal versucht, das runterzuschlagen und es ist runtergefallen. Und jetzt werde ich es abschießen.
Und es wird oben bleiben, hundertprozentig. Ja. Toll, ne? Es ist mir, glaube ich, einmal gelungen, dass ich das Ding bekommen habe. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve. Ist aber nichts Wichtiges. No matter. Ist irgendein Ring, glaube ich. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. Was werde ich tun, mein Freund? You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. If like the others, you're fool enough, then go on. Okay, er wiederholt sich. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, irgendein Ring gewesen, aber den habe ich nie angezogen, also scheint er nicht wichtig zu sein. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, da ist es nicht. Was für ein Ring war das nochmal? Er war nicht wichtig. Wer sich gerade auskennt, ich weiß es gerade halt aktuell nicht, was für ein Ring es ist, kann es ja in die Kommentare schreiben. Er war auf jeden Fall, glaube ich, nicht wichtig. So. Das dahinter ist unsere NPC-Tante. Für Wunder. Bloß wir kommen zu der noch nicht hin. Zu der gelangen wir, wenn wir das Tor in der Kanalisation öffnen. So. Dann schreiten wir in die Kathedrale, wo wir einen alten Bekannten treffen werden. Wenn man Dark Souls 1 gespielt hat. Dark Souls 3 hat wie so viele Anlehnungen an Dark Souls 1. Sehr viel Fanservice ist auch dabei. Der gute Zwiebelritter ist da und er steckt in Problemen, wie immer. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Ja, so wie immer. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Genau so sieht's aus. If I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. This lift... Ja, okay, er wiederholt sich. Ja, der gute Sigmar hat ein Problem, das gleiche wie wir. Er möchte gerne, dass dieser Sperrregen aufhört auf dem Friedhof da. Und die kommen von diesem Turm, aber wir kommen nicht nach oben. Wie es scheint. Um dieses Rätsel werden wir uns aber gleich erst kümmern. Weil kurz hier hinter startet das nächste Gebiet schon. Der Boss des Gebiets der Untotensiedlung ist nämlich rein optional. Aber den sollte man schon was machen, weil ohne den Boss hier kann man keine Bosswaffen herstellen. Und ja, wir werden zu den Bonfire zum nächsten Gebiet. Wir werden das aktivieren. Vorher wartet ein heftiger Gegner auf uns. An den werde ich versuchen. Ne, ich werde ihn probieren. Ich wollte erst sagen, ich laufe an ihn vorbei. Wäre ich mal an ihm vorbeigelaufen. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder dahin latschen, nämlich. Das war auch unnötig schlecht, was ich gemacht habe. Viel zu passiv. Der Typ hat halt ein Eisschwert und verbreitet Kälteschaden. Kälteschaden macht mich halt ein bisschen langsamer. Und ihr habt gesehen,
Wenn die Liste voll ist, kriege ich extra Schaden. Das Gute an der Sache ist, wir kriegen eine neue Chance, den Ring von der oben runter zu schießen. Und so weit ist der Weg ja nicht. Ja, toll. Aber das war schon sehr, sehr blöd, wie ich mich da eben angestellt habe. Eigentlich ist der nicht so schwer. Von diesen Gegnern werden uns drei Stück im gesamten Spiel. Diese Scheißköter! Ich wollte sagen, von diesen Gegnern werden uns im Spiel ein paar Stück begleiten. Drei Stück, um genau zu sein. Und ja, die werden immer heftiger. Der erste ist eigentlich noch harmlos. Ich versuche jetzt mal hier durchzurennen. Ja. Also, seine Wurfskills sind auf jeden Fall vorhanden. Die Frage ist, wie weit folgen die mir? Ah, ich kann in Ruhe, ich kann nicht in Ruhe das Ding runterschießen. Schade. So. Hier ist das Geheimnis gelöst. Jetzt bin ich gespannt, ob der schlau genug ist. Ich fahre einfach runter, ich habe keinen Bock. Man hat es schon gesehen. Es gibt zwei Fahrstühle. Einer fährt nach oben, einer fährt nach unten. Und wenn der oben landet, ist der andere schon ganz oben. Das heißt, den muss man einfach runterfahren lassen und der andere von oben kommt dann runter. So. So, diesmal ein bisschen mehr Konzentration bei den Gegnern. Ja, genau. Der teilt halt kräftig aus. Da habe ich ja mal richtig. So, ein Hieb noch. Komm. Der droppt auch sein Schwert. Macht halt Frostschaden. Eskaliert nicht so doll. Und kann auch nicht mit Titanitscherben aufgewertet werden. Für das braucht man Funkeltitanit. Deswegen finde ich die Waffe auch nicht ganz so toll. Eigentlich so Einhandschwert, so von Schema auf mich zugeschnitten, aber die wird halt nicht ganz so stark, weil die halt Frostschaden macht. Das Problem in Dark Souls 3 ist, es sind nicht so viele, vor allem Bosse, anfällig für Frostschaden. Es gibt so ein paar einzelne. Die sind dafür dann besonders anfällig. Warum hat er nicht aufgeheilt? Und dagegen ist das richtig top. Aber die meisten sind sogar komplett immun gegen Frostschaden. Weswegen ich die Waffe nicht ganz so toll finde. Zum Beispiel die Bosswaffe vom Wort, die ich mir schmieden möchte. Das ist auch eine Frostwaffe, aber die hat vernünftigen Damage noch dazu. Deswegen finde ich die, ziehe ich die in Erwägung. So, jetzt müssen wir noch auf den Turm hoch. Es gibt hier nämlich zwei Sachen. Erstmal müssen wir den Speerregen aufhören lassen. Und hier gibt es einen kleinen Hinweis. Das Seufzen von Siegmeier oder Siegwart. Ich weiß nicht, wie er hier heißt. Eins ist Dark Souls 1, eins ist Dark Souls 3. Da können wir dann aussteigen, um noch ein kleines Bonusgebiet abzugrasen, wo es einen recht coolen Ring geht. Und hier, hier, hier. Das ist unser Attentäter, der mit den Speeren wirft.
So. I help anytime. Wir sind jetzt Freunde. Zum Beweis der Freundschaft gibt er mir auch so einen komischen Zweig. So, ich guck mal, ob es hier sonst noch irgendwas gab. Nicht. Wir haben jetzt nicht den Vorteil. Dass wir jetzt den Friedhof überqueren können, ohne abgeschmissen zu werden. Allerdings, die Gegner haben nicht so viel Glück. Oh. Das war sehr, sehr dumm. Ich habe mich von so einem einschüchtern lassen. Ich glaube, ich musste zur anderen Seite. Der Ausgang war, glaube ich, auf der anderen Seite. Ich muss jetzt, glaube ich, einmal komplett mit dem Fahrstuhl wieder hochfahren, weil die Seen oben liegen werden. Aber genau wegen sowas habe ich hier unten das Bonfire aktiviert. Okay. Die Frage ist, wo bleiben meine Seen liegen? Aber wir könnten, bevor wir da wieder hochfahren, einen Versuch starten, mein Item zu bekommen. Das ist unfassbar, ne? Also ich habe ja einen anderen Playthrough, zwei andere Playthroughs schon gemacht und dann den zweiten Playthrough habe ich auch schon Nygen Plus 1 durchgespielt. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich ein einziges Mal es geschafft habe, dass der runtergefallen ist. Und wo ich es oben gemacht habe, ist er immer runtergefallen und wo ich es unten gemacht habe... So, dann scheiß... Ja, jetzt stehe ich richtig. Jetzt hätte ich es wagen können. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich eben schon gestorben bin. So. Jetzt können wir raus. So, mein Guter. Wo bist du? Da sitzt du. Und warum stöhnst du schon wieder? Don't disappear like that. You have me downright worried. Ich bin nicht verschwunden. Du bist verschwunden. Thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. Du hast dich also verlaufen. Not exactly sure what happened. Aber ich muss da ganz still sein. Anyhow, do you see that? That humongous beast? Yup, das sehe ich. I'm no coward and I have a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. I could try talking some sense into him. Natürlich. No, I think not. Is far too overheated. Natürlich, er ist ein Feuerdämon. Use my head and think. Okay, Leute. Im nächsten Part dann übernehmen wir das Denken für Siegmeier und hauen dieses Monster zu Brei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.